Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es ums Thema Airbag und zwar von InnenMotion. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es um eins der wohl meist diskutierten Themen bei uns im Shop und zwar das Airbag-System von InnenMotion. Dieses System ist in zahlreichen Westen oder Lederkombis verbaut, so zum Beispiel bei Held, Ixon, Furigan, Klim, RST, um nur einige zu nennen. Da es sich dabei um die meistverkaufte Weste oder das meistverkaufte Airbag-System in unserem Shop handelt, war es mir wichtig, das erste Produktvideo darüber zu machen. Nicht nur, weil ich das System für gut halte, sondern weil es auch einfach unfassbar viele Fragen mit sich bringt, die hier täglich auf uns einprasseln und die ich gerne in diesem Video beantworten würde. So zum Beispiel, was für Kosten kommen überhaupt auf mich zu, wenn ich diese Weste kaufe? InnenMotion bietet ein Abo-System an, wobei ich Abo hier für das falsche Wort halte. Darauf möchte ich auf jeden Fall eingehen. Dann, passt die Weste unter meine Lederkombi, meine Lederjacke oder meine Textiljacke? Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze mit unserem Dummy zu testen. Auch darauf würde ich gerne gleich eingehen. Und zu guter Letzt die ja eigentlich meistgestellte Frage, was passiert, wenn ich gestürzt bin? Kann ich die Weste weiter nutzen? Muss ich die Weste einschicken? Kann ich die Kartusche selber tauschen? Auch diese Frage würde ich gerne in diesem Video beantworten. Doch warum soll ich überhaupt aufrüsten auf ein Airbag-System? Der Airbag generell, unabhängig des Systems, bietet natürlich, wie man sich vorstellen kann, den deutlich höheren Schutz im Vergleich zu dem traditionellen Rücken- oder Brustprotektor. Hierzu gibt es leider keine Zahlen von InnenMotion selbst, aber als Beispiel nennen wir jetzt mal Alpine Stars, die Zahlen veröffentlicht haben. Alpine Stars gibt an, dass das Airbag-System eine 95% bessere Schlagabsorption bietet als der traditionelle Level 1 Rückenprotektor. Die Schutzwirkung wäre demnach, als würde man 18 Level 1 Rückenprotektoren übereinander tragen. Das System von InnenMotion ist komplett elektronisch. Dies bedeutet, wir brauchen keine Verbindung zum Motorrad und keine Reißleine. Die Steuereinheit, das Gehirn des Systems, erfasst mehrere tausend Mal pro Sekunde den Fahrzustand, vergleicht das mit den hinterlegten Algorithmen und sollten diese Parameter nicht zusammenpassen, einfach gesagt, explodiert der Airbag, pustet sich auf und schützt uns. Der Luftsack teilt sich dabei in zwei, geht in zwei Säulen über den kompletten Brustbereich, über das Schlüsselbein, stützt den gesamten Nacken und geht unterhalb des Rückenprotektors noch die ganze Wirbelsäule entlang. Hier ganz schön auf dem Foto zu sehen. Die Weste ist für die Rennstrecke und die Straße geeignet. Ich kann einen Algorithmus für die Rennstrecke dazu buchen, darauf komme ich gleich zu sprechen, und kann die Weste somit für die Straße als auch für den Rennstreckengebrauch nutzen und habe somit eine ganz, ganz große Bandbreite. Um die Weste zu aktivieren, muss ich mir zunächst die MyInnenBox-App runterladen. In dieser App habe ich die Möglichkeit, oder ich muss mir zunächst ein Kundenkonto erstellen, meine Zahlungsdaten hinterlegen und kann die jeweiligen Modi auswählen, für die ich die Weste nutzen möchte. Ausgeliefert wird die Weste mit einem Straßenmodus inklusive. Hinzubuchen kann ich einen Rennstreckenmodus für 25 Euro jährlich und einen auf der Paris-Dakar getesteten Rallye- oder Adventure-Modus für auch zusätzlich 25 Euro jährlich. Wo wir einmal bei den Kosten sind, schließen wir dieses Thema direkt einmal ab. Die Weste von Furigan, wie wir sie benutzen und ich sie euch gleich auch in der Nahaufnahme zeigen werde, liegt bei 399,95 Euro für die Hardware. Dies bringt uns zu einem Punkt, der sehr, sehr kompliziert scheint und sehr, sehr viele Fragen mit sich bringt. Und zwar bietet InnenMotion zwei verschiedene Möglichkeiten, die Software zu nutzen. Zum einen gibt es das, wie InnenMotion es nennt, das Classic-System. Dies ist im Grunde genommen der Kauf, der Steuereinheit und der damit verbundene Software. In dem Classic-System integriert oder inklusive sind 2 Jahre Garantie. Das Classic-System ruft InnenMotion einen Preis von 399 Euro auf. Alternativ dazu bietet InnenMotion das Revolution-Paket an. Dabei handelt es sich im Grunde um eine Miete oder ein Leasing, der Steuereinheit und der Software. Das Ganze liegt dann bei 120 Euro jährlich oder 12 Euro im Monat. Die dazu buchbaren Modi kommen dann noch on top. Nach den 3 Jahren der durchgängigen Miete habe ich die Möglichkeit, das ganze System zu kaufen für 99 Euro. Warum sollte ich das Ganze jetzt mieten oder leasen und nicht direkt kaufen? Der Vorteil hier ist, dass ich eine unbegrenzte Garantie habe. Ich habe nach 3 Jahren das Recht oder die Möglichkeit, die In-End-Box der neuesten Generation zu bekommen. Und ich habe die Möglichkeit, das Ganze auch zu pausieren. Das bedeutet, wenn ich aus irgendeinem Grund auch immer den Airbag längerzeitig nicht nutzen möchte oder nutzen kann, habe ich die Möglichkeit, die Kosten zu senken. Nicht auf Null zu setzen, aber zu senken. Das Ganze reduziert sich dann auf 4 Euro im Monat. Der größte Vorteil für mich ist der, wie wir gerade in der Nahaufnahme gesehen haben, liegt die Steuereinheit außen am Rückenprotektor in dieser harten Platte.
Stürzt sich jetzt, kann es natürlich vorkommen, dass die Steuereinheit kaputt geht oder defekt ist. Habe ich die Innenbox jetzt gekauft über das Classic-System, muss ich mir eine neue kaufen. Habe ich das Ganze allerdings gemietet oder geleast über das Revolution-Paket, bekomme ich kostenlos eine neue Steuereinheit von InnenMotion zugesandt, was für mich tatsächlich einen riesengroßen Vorteil darstellt. Habe ich mich also nun für eins der beiden Systeme entschieden, ist die Weste auch schon startklar und wir können losfahren. Eine weitere sehr häufig gestellte Frage ist, wie ist der Komfort? Wie trägt sich diese Weste unter meiner Lederkombi, unter meiner Lederjacke oder meiner Textiljacke? Zu sagen, dass man die Weste unter der Kleidung nicht spürt, wäre eine blanke Lüge. Man merkt es definitiv, es ist etwas mehr Material, als man es vielleicht gewohnt ist. Gerade im Sommer, dadurch, dass der Luftsack aus Plastik ist, ist es natürlich ein wenig wärmer, weil wir die Luftzufuhr zu unserem Körper schon deutlich minimieren. Unbequem ist das Ganze dabei aber nicht und ich nehme die zusätzliche Wärme gerne in Kauf für die Sicherheit, die das System bietet. Das einzige Problem, was sich beim Tragen dieser Weste oder gerade beim Anziehen dieser Weste mit einteiligen Lederkombis ergibt, was tatsächlich unsere Kunden auch am meisten nervt und uns natürlich auch, ist, dass die Weste beim Anziehen mit der einteiligen Lederkombi natürlich hochrutscht, weil sie nicht fixiert ist. Aber wie ihr in der Nahaufnahme sehen könnt, haben wir uns auch dafür was einfallen lassen. Solltet ihr da Bedarf haben, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder kommt einfach vorbei. Dann integrieren wir auch eure Weste in die Kombi. Um zu verdeutlichen, wie das Ganze aussieht, hier einmal die Lederkombi ohne Weste und hier einmal die gleiche Lederkombi mit der InnenMotion-Weste integriert. Jetzt ist es passiert, ich bin gestürzt, was nun? Wo sitzt die Kartusche? Wie tausche ich diese? Und was genau muss ich machen? Wie sind die Schritte? Hierfür springen wir kurz in die Nahaufnahme. Jetzt bin ich leider gestürzt, bin auf der Rennstrecke, bin auf der Straße, möchte meine Tour oder meinen Rennstreckentermin aber mit Airbag-Schutz fortsetzen. Was mache ich? Ich öffne die Rückenplatte über diesen kleinen feinen Reißverschluss und klappe das Ganze vorsichtig nach oben. Was kommt mir hier entgegen? Mir kommt entgegen das Steuerungskabel. Dieses muss ich vorsichtig von der Kartusche trennen und kann danach die Kartusche selbstständig herausdrehen. Anschließend schraube ich die neue Kartusche herein, scanne den QR-Code, der auf der Kartusche hinterlegt ist. Meine Weste oder meine Steuereinheit, meine App, gibt die Weste somit wieder frei. Das letzte, was ich dann machen muss, ist den Stecker wieder einstecken, um die ganze Weste wieder zu aktivieren. Schließe das Ganze und bin dann schon wieder einsatzbereit. Die Kartusche haben wir nun einmal getauscht. Das Ganze können wir noch einmal machen. Wir können also dreimal stürzen, bis wir die Weste zum Service schicken müssen. Und hier liegt für mich auch der große Vorteil dieses Systems. Niemand von uns möchte stürzen, aber wenn es dann gerade auf der Rennstrecke mal passiert, habe ich hier die Möglichkeit, die Kartusche selber zu tauschen und weiter mit Airbag-Schutz den Tag fortzuführen oder den nächsten Tag fortzuführen, je nachdem, wie viel ich am Motorrad zu reparieren habe. Nach drei Stürzen muss ich die Weste allerdings zum Service schicken. Dort wird der Luftsack auf eventuelle Schäden geprüft. Ob das Ganze in deine Textilkombi, Lederkombi oder Lederjacke passt, das können wir hier gerne testen. Dafür haben wir den Dummy hier, den wir aufpusten können und so genau schauen können, haben wir genug Platz, genug Stretch in den Klamotten, die wir bereits haben, um die Weste unten drunter tragen zu können. Ich hoffe, dass wir alle deine Fragen bezüglich des InnenMotion Airbags klären konnten. Sollte dies nicht so sein, schreib gerne deine Fragen unten in die Kommentare, schreib uns eine E-Mail oder komm sehr, sehr gerne bei uns im Shop vorbei. Lieben Dank fürs Zuschauen, bis bald und alles Gute.